Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder ein Vlog. Jana und ich machen jetzt Frühstück. Es gibt... Was gibt's? Avocado! So. Willst du helfen? Okay. Ja. Hier, halt mal fest. Jetzt musst du die hier... ein bisschen zerdrücken. Du magst Avocado, ne? Warte, Jana. Ich helfe gerne, Mama. Du hilfst mir gerne. Wie sieht aus? Sehr gut. Hast du sehr schön gemacht. Ich mache mir jetzt noch ein paar Tomätchen drauf. Und gleich kommt noch ein bisschen Zwiebel drauf. Das ist eine richtig geile Kombi. Und das Beste zum Schluss, Meersalz. Heute wird Wäsche gewaschen. Ich freue mich nicht. Also wenn es etwas gibt, was ich im Haushalt nicht so gerne mache, dann ist es definitiv Wäsche. Hallo. Tschüss. Hallo, mach ihn hoch. Hallo, mach ihn hoch. Ein bisschen. Solange die Kids mit dem Sand spielen, werde ich mich jetzt ums Wohnzimmer kümmern. Ich muss nämlich hier auch ein bisschen Staub saugen und die Couch muss ich auch unbedingt durchsaugen, weil da einfach immer so viel Staub und Schmutz drin ist. Aber erstmal muss ich hier die ganzen LOL-Puppen einsammeln. Danke, Milena. Eine Burg für mich. Dankeschön. Ihr zwei kleinen Rabauken, ey. Wow. Die Kids haben von der Oma zu Ostern eine Rutsche bekommen. Jetzt können die beiden den ganzen Tag zu Hause rutschen. Das ist das Allerschönste, wenn dir deine Tochter deine Haare kämmt. Genau. So macht man das. Oh ja. Schön verknoten. Und Papa. Oh, sehr gut. Jetzt bist du fertig. Jetzt bin ich fertig? Oh, noch eine Sonnenbrille. Du bist Lilifee. Du kannst jetzt zu Papa fliegen. Komm, wir fliegen zusammen. Ich wollte jetzt Mittagessen machen und heute wollte ich mal etwas Neues ausprobieren. Ich wollte Lachs machen und den wollte ich mit Bacon umhüllen, ummanteln. Wie auch immer man das sagt. Ich habe gehört, das soll eine sehr leckere Kombi sein und bin deswegen sehr gespannt. Du hast ja hier schon fleißig Kartoschkis vorbereitet. Ja, ich habe letztens bei TikTok einen Trick gesehen, wie man die Haut hier leicht abmachen kann. Dafür muss man nur ein bisschen Wasser aufkochen und das dann über den Fisch gießen und anscheinend soll man dann die Haut einfach so abreißen können. Ich hoffe, das klappt. Schaut mal, wie einfach sich das abziehen lässt. Das ist ja der Oberhammer. Also so werde ich das jetzt immer machen. Danke, TikTok. Dann machst du auf 180 Grad. Und dann darauf. So. So sehen die Lachsfilets jetzt aus. Die kommen jetzt für circa 30 Minuten in den Backofen bei 180 Grad Umluft und ich bin sehr gespannt. Ich habe dazu auch gar keine Anleitung gelesen, habe nur gehört, das soll gut schmecken und wollte es direkt ausprobieren. Ja.
Genau. Ich mach das. Sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Danke, dass du mir geholfen hast. Hast du gesehen? Ja. Hallo. Sehr gut. Hallo. Oh mein Gott, das sieht einfach so lecker aus. Ich kann es kaum abwarten, das gleich zu essen. So, wie immer mein Live-Geschmackstest. Das schmeckt an sich sehr gut. Nur der Lachs hätte noch einen Tick mehr Salz gebraucht. Geht. Ich finde, der Bacon schmeckt schon salzig genug. Ja, ich weiß nicht. Aber der Lachs, der ist ja mega zart geworden. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich ja auch gar kein Öl oder Wasser verwendet habe. Helf mir das kleiner zu machen. Mhm. Very good. So, die Küche ist wieder sauber. Ich muss jetzt noch Babywäsche holen. Naja, Babywäsche ist es ja auch nicht mehr. Ich muss mich schon daran gewöhnen, Kinderwäsche zu sagen. Ja. Und? Ja. Hausfrau. Ja. Live. Hilfst du mir? Ich habe keine Lust. Ich bin schon todmüde. Wir haben jetzt gleich 8. Soll ich dir helfen? Du kannst ja gar nicht falten. Ich kaufe dir so ein Faltding. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Weißt du, wo du so erstmal. Nee, das ist wie mit Waschmaschine. Ich kann das nicht, weil ich das nicht können will. Na gut. Haare waschen, das ein jedes Kind. Haare waschen. Ach, Entschuldigung, du willst alleine Haare waschen. Ja. Okay. Arme. Ja, okay, dann singen wir jetzt einfach. Haare waschen, muss ein jedes Kind. Haare waschen, bis sie sauber sind. Und sind die Haare sauber? Ja, doch leider ist kein Wasser da. Und was müssen wir machen? Wo müssen wir Wasser drüber schütten? Ich weiß, du magst es nicht, aber, nein. Aber wir müssen das machen. Lena, schubst du Liane an? Ja, so kurz vorm Schlafen gehen noch auspowern, ne? So, ab ins Kinderzimmer, Schlafenszeit. Sag dir gute Nacht. Guten Morgen. Wir haben 6.30 Uhr. Ich bin gestern so müde ins Bett gefallen, als die Kinder eingeschlafen sind. Und ja, ich kam jetzt eben rein und der Wäschekorb, der stand natürlich immer noch da und hat mich angelächelt. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal die Wäsche falten und mir etwas auf Netflix anmachen. Irgendeine spannende Doku oder True Crime Serie. Ich bin doch nicht ganz fertig geworden mit der Wäsche, aber fast. Ja, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ihr heute so früh aufwacht. Mama. Ja, danke schön. Thank you.
gerade irgendwie müde. Ich glaube, weil ich nicht so in den Tag gestartet bin wie sonst. Look at this beautiful coffee. Eis. Du hast ein Eis gemacht? Ja. Lecker. Mit meinen eigenen Haaren. Nicht schlecht. Also. Ja. Ah, ja, du weißt, dass ich das Ende vom Hörnchen am meisten mag, weil da immer die Schokolade drin ist. Ja, jetzt mache ich für dich ein Kuchen. Ja, bitte. Mama. Wow. Das ist ja mal ein schöner Kuchen. Dankeschön. So, für mich geht es jetzt gleich ins Training. Heute stehen Beine und Po auf dem Plan und ja, ich nehme euch da wieder ein bisschen mit, zeige euch ein paar Ausschnitte aus meinem Training und ja. Wieder zu Hause und jetzt gibt es ein bisschen Whey-Protein. Ich habe mir ein neues bestellt und bin schon sehr auf den Geschmack gespannt. Riecht schon mal sehr gut nach Schokolade. Schau, darf ich auch riechen? Ja, du darfst auch riechen. Riech mal. Ja, ich muss mich gleich schnell fertig machen. Wir fahren ja noch gleich zum Sommer. Haut ihr mir auf meinen Koko? 200. 200? So wenig? Ja, steht da drauf. Okay. Hier, das ist wirklich ein sehr guter Milchersatz. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt in einem ganz alten Video. Aber das ist wirklich eine gute Milch. Schütteln unser Körper ganz schnell durch. Was ein Sixpack, ey! Läuft bei dir! Schau mal probieren! Schmeckt gut. Man wird nicht katabol und es sorgt für eine gute Regeneration. Ich habe mich mal eben noch schnell fertig gemacht, weil wir gleich zu Oma fahren und ich hatte einfach eben gar keine Oberteile und habe jetzt eben das hier gefunden. Das ist eigentlich ein Stilloberteil, ein altes von mir und ich weiß nicht, also ich meine, das fällt ja gar nicht auf, dass das ein Stilloberteil ist. Ich habe das auch noch in beige und ich finde, das sieht mega schön aus, also lasse ich das jetzt an. Und ich wollte euch noch meine neue Mom-Jeans zeigen. Ich war schon so lange auf der Suche nach einer schönen Mom-Jeans, die auch gut sitzt und bin bei Stradivarius fündig geworden. Ich finde, die macht auch eine mega schöne Figur, betont den Popo perfekt und ich liebe es einfach. Bist du am Lesen? Ja. Und die Rutsche ist überreifend. Zu Ende. Warum sind hier die ganzen Puzzle verteilt? Ich weiß nicht, weil das Milena war. Ah ja, das würde ich jetzt auch alles auf meine kleine Schwester schieben. Wir fahren gleich zu Oma und vorher möchte ich bitte hier alles aufgeräumt haben. Ja? Sonst wird Oma böse. Nee, nicht die Oma, sondern die Mama. Mama, guck mal, das ist schon das was. Ja. Mama. Ja, sehr gut. So,
Prinzessin, Prinzessin, wir haben schöne Kleidchen an, denen man super tanzen kann. Hey, Session, Session, hey, Session. Komm! Ist jetzt mein Baby? Ja, stell Opa schon mal mit an. Gibt's noch einen Schnupperraum? Ja. Milena! Okay. Ja, die nehmen wir jetzt wieder mit zu Oma. Dann könnt ihr bei Oma rutschen. Und die bleibt dann auch da. Bitte. Ah, ja, das ist dein Drachen. Milena, nein, nicht hochgehen. Nein, hört auf, das ist zu gefährlich. So. Ganz schön viele Muster hier. Leopard und Einhörner. Aber egal, wir fahren ja nur zu Oma. Ne? Ja. Du siehst ja aus wie eine richtige Lady. Ich glaube, die Treppe, die war oben, oder? Hä? Ich glaube, die Treppe war oben. Hey, warte mal, habe ich das denn letztens gemacht? Nee, so oben habe ich das gemacht. So. Tetris. Ja. So. Dann schauen wir mal, ob das zugeht. Perfekt. So, jetzt könnt ihr wieder ganz viel rutschen, ne? Wenn man schon bei Oma ist, ne? Machst du Gras weg? Ja. Wir waren noch bei Taco und ich habe für die Kids ein paar Sachen mitgenommen. Einmal diese wunderschöne Weste für Liana. Die hat hier auch zwei Taschen und ja, ist jetzt perfekt für den Frühling. Wir hatten sie auch schon angehabt und ja, ich finde es einfach total süß. Ich glaube, die hat nur 10 Euro gekostet. Dann habe ich noch diese Weste für Milena mitgenommen. Da sind Gänseblümchen drauf und ich finde es einfach mega süß. Und dann habe ich noch diese Leggings im Zweierpack mitgenommen. Die sind eigentlich für Milena, aber die fallen irgendwie ein bisschen groß aus. Das ist jetzt Größe 92 oder es kommt mir einfach nur so vor. Aber ich glaube, Liana werden die jetzt perfekt passen. Und wie schön ist bitte dieses Muster. Und ich war noch bei Aldi einkaufen und habe dann ganz zufällig hier diesen Matsch- und Buddelanzug entdeckt. Der lag da auch ganz alleine und war auch im Angebot für 6,29 Euro. Also mega Preis. Der ist auch ganz leicht gefüttert, also im Frühling kann man den auch ruhig noch tragen. Ich denke nicht, dass es darin zu warm wird. Und ja, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mich hier abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!